Hallo Rö, meine lieben Freunde. Ich hasse dieses Spiel langsam. Wir starten einen Run mit Eden. Eden kriegt random Stats und random Items am Anfang. Wir haben 4 Herzchen. Eine ganz akzeptable Fire Rate. Damage ist auch okay. Okay. Unser Speed ist halt nur übel nervig. Ich hatte eben einen Run mit Eden gemacht oder versucht, aber wir sind auf der ersten Ebene gestorben. Weil wir hatten eine Fire Rate von 17. Das ist übel schlecht. Und wir haben halt einfach auch kein Damage gehabt. Unschilde Tiers, keine Leben und Gegner, die Tränen schießen und wir konnten nichts dagegen tun wegen Schilde Tiers und so. Unser jetziges Space-Item verlangsamt alle, ne? Glaube ich. Wir nehmen mal das Buch mit. Mit dem Buch habe ich selten gearbeitet, selten gespielt. Aber jetzt ist mal die Chance dazu. Alter! Okay. Gut, dass wir so viele Herzen haben. Oh Mann, oh Mann. Ja, das Buch, was wir haben, spawnt einen Begleiter. Das war doof. Alter. Oh, ich komme nicht an. Hinten hinstellen und weiter. Jetzt mal den hier besiegen. Danke. Oh Gott. Ja, wenn wir jetzt rote Herzen verlieren, ist es auf der ersten Ebene noch nicht so schlimm, ne? Aber es wäre super, wenn wir gleich auf jeden Fall ein blaues Herzchen dazu kriegen. Aber ich werde auf jeden Fall schon wieder viel zu viel getroffen. Das auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Ja. Eden startet mit allem random. Mit allem. Alles ist random bei ihm. Auch das Geld und die Schlüssel, glaube ich, ist random. Ob wir jetzt Geld haben, eine Münze haben oder einen Schlüssel haben oder so. Ist, glaube ich, auch random. Unsere Stats sind komplett random. Und Items haben wir halt am Anfang. Wir müssen nicht unbedingt ein Space-Item haben. Ich glaube, Eden startet mit einem... Oder mit zwei Items, glaube ich. Das können aber auch zwei normale Items sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall startet er mit random Items. Wir haben eine Pille. Pheromone, okay. Unser Buch will ich mir aufheben für den Bosskampf. Komm her, genau. Wir haben auch schönes Shotspeed, das ist alles gut. Unser Range ist auch in Ordnung. Alles fresh momentan. Bisschen Damage können wir halt auf jeden Fall gebrauchen. Unser Fire Rate ist aber in Ordnung. Akzeptabel auf jeden Fall. Kann ich nicht meckern. Aber Damage wäre halt schön. Damage bräuchten wir noch. Komm schon. Oh, super Form, ey. Super Formen sind anstrengend. Puberty. Ich glaube, da gibt es auch ein neues Achievement oder so, dann eine neue Verwandlung oder irgendwie sowas. Wenn man 3 Puberty-Pillen in einem Run einsetzt, dann hat man irgendeine Verwandlung oder so. Ich weiß nicht genau. Irgendwie so war das. Und zack, nice. Ich glaube, da unten sprenge ich, weil wir machen eine Bombe plus. Wenn wir uns diese Bombe nie holen, sehr gut. So, in den Shop müssen wir nicht rein, da haben wir wenig zu kaufen. Weil wir haben nur 2 Münzen. Und jetzt setzen wir unser Buch ein. Wir bekommen Little Haunt. Ist gar nicht mal so schlecht. Little Haunt. Also verängstigt den Gegner manchmal. Und greift ihn halt eigentlich auch manchmal an, ne? Aber irgendwie hat er, glaube ich, gerade keinen Bock zu. Okay, weil Monstro die ganze Zeit hüpft. Okay. Okay, nice. Ja, Monstro ist easy. Monstro können wir easy packen. Das Einzige, was wir brauchen, ist blaue Herzchen. Nice. Blaue Herzchen. Schön. Und noch eine bessere Tier-Rate. Bessere Fire-Rate. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. In den Zacki-Zacki-Raum gehen wir vielleicht am Ende der Ebene rein. Wir haben Curse of the Blind. Nein. Oh Mann. Hier will ich aber reingehen. Was haben wir hier? Eine 4. Die rerollt doch Podest-Items, ne? Ja. Das heißt, wenn wir im Itemraum oder im Bossraum was Beschissenes haben... Ach, können wir gar nicht sehen. Okay, das bringt uns einfach gar nichts. Außer es ist ein Space-Item. Dann können wir es rerollen. Nein, sie despawnen nicht nach... Zweimal... Ne, nach dreimal, okay. Ja, mir ist gerade eben aufgefallen in dem anderen Run schon, dass die Portale jetzt nach dreimal spawnen automatisch despawnen.
also kaputt gehen. Was ziemlich geil ist. Weil diese Portale sind echt anstrengend. Vor allem, wenn man sie dann nicht tot kriegt, weil man kein Damage hat oder so. Stem Cells, okay. Stammzellen. Nochmal HP ab und die geben Ranger? Wusste ich gar nicht. Ist aber auf jeden Fall ganz cool. Super. Oh Gott. Ja, wir haben jetzt noch ein weiteres Herzchen. Also, Devil Deals wären schon ganz geil. So muss ich sagen. Außer, ja, nicht unbedingt. Wir könnten ja versuchen, jetzt, wo wir schon mit 4 Herzchen gestartet sind, Maggie freizuschalten. Auch wenn ich Maggie eh nicht so gerne mag. Okay. Jetzt haben sie noch... Jetzt ist... Hä? Jetzt ist das Portal nach 2 Spawns weggegangen und das linke ist nach 1 Spawn weggegangen. Ich verstehe diese Portale nicht. Oh Gott. Okay. Den haben wir auch. Nice. Oh, Keller ist die beschissenste Ebene. Weil hier einfach so viele Spinnen sind. Das ist so nervig. Okay. Widow, was haben wir diesmal? Ein, oh, Big Bad Protector. Der macht ein bisschen Damage. Als Nahkampf-Item. Und kann uns halt übel gut vor Tränen schützen, weil sie halt so fett ist, wisst ihr? Okay, haben wir, nice. Dich haben wir auch. Und dich auch. Was haben wir hier? Box mit Stuff. 2 Bomben, sehr geil. Was macht die Farm? Ja, was macht die Gabel nochmal? Amnesia, Judgment. Okay, so einer. Oh, ich will diese Items mitnehmen. Das Pentagramm, sehr geil. Und Brimstone? Schon wieder. Alter, wir haben aber... Oh, wow. Brimstone, Glück haben wir auf jeden Fall. Was hatten wir in den... wir hatten den Goldraum schon, ne? Wir hatten den Nightwall. Da waren Stammzellen drin, ne? Ich glaube schon, scheiße. War da... Hier, ne? Nee. Nochmal? Was? Okay, ja. Da waren Stammzellen drin. Geil. Geil. Ist okay. Gute Items. Pentagramm und Brimstone. Unsere Fire Rate ist gar nicht mal so bad. Und Money und Schlüssel haben wir auch noch. Okay. Alles gut. Alles gut soweit. Erstmal richtig ranrücken hier. So. Brimstone. Schön. Mit Brimstone kann ich gar nicht verlieren, Alter. Obwohl, doch, klar. Aber es ist halt... Ich weiß nicht. Brimstone ist es halt an sich relativ einfach, den Run zu schaffen. Weil Brimstone ist einfach übel strong. Wir bekommen hier auch ganz gut Loot. Sehr geil. Und was haben wir hier? Das Double Baby. Oh Mann, das brauche ich eigentlich nicht. Hat Brimstone. Ah, bringt auch nicht wirklich viel. Oh Gott, okay. Was? Hat mich da getroffen. Aua. Oh, ich hasse diesen Raum. Dieser Raum ist so ätzend, wenn du nicht fliegen kannst. Alter. Dieser Raum ist übel ätzend, wenn du nicht fliegen kannst. Ich will davon eigentlich nichts haben. Nein. Wir haben Piep, okay. Okay. Einfach stehen bleiben. Wir haben ihn gleich. Nice. Okay, schön. Sehr gut. Tears und Shot Speed Up. Ich will den Shop diesmal gerne auschecken. Wir haben genug Münzen, um uns irgendwas zu kaufen. Vielleicht ist ja die... Oh, Blaustein. Nice, blaues Herzchen. Schon mal für die nächste Ebene. Okay. Little Gerties. Sind jetzt auch nicht so schwer. Außer du hast kein Damage und keine Fire Rate. Und da will ich auch gern rein. Aber erst nach dem Shop. Damit wir gucken können, ob wir im Shop überhaupt ein blaues Herzchen haben. Oder wenn wir da noch ein blaues Herzchen im Kampfraum finden. Das wäre natürlich auch ganz geil. Oh ja. Das öffnen. Nice. Dieser Raum mit diesen 4 goldenen Truhen ist halt übel gut, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du... Also, du hast 4 Truhen zu öffnen. Und du bekommst übel Loot erstmal und du kannst halt Items in goldenen Kisten haben. Und 4 davon auf einem Fleck zu haben, ist halt echt schon ganz geil. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Okay, wir haben noch einen Schlüssel. Wir haben übel gute Münzen. Übel viele Münzen, so.
Und ich gehe jetzt einfach in den Zacki-Zacki-Raum rein, komm schon. Mit einer Karte, okay? Chariot. Ja gut. Komm mal kostenlos wieder raus. Das war jetzt eher nicht worth. Aber okay. Aber wir sollten uns vielleicht doch beeilen, dann könnte ich den Boss Rush machen. Ja, doch. Das könnte man hinkriegen. Aber ich will halt gerne diesen Job auf dieser Ebene auschecken. Danke. Am Arsch der Welt ist der Job, ey. Der Job. Hm, Job. Nicht Shop, Job. Deswegen wollte ich ihn auschecken. Geil. Was haben wir hier als Pill? Power Pill und The Stars. Das ist sehr gut. Stars ist schön. Wir behalten mal 15 Münzen. Zack. Und gehen weiter. Eine Bombe nehmen wir mit, genau. Und das Säckle nehmen wir auch mit. Two of Spades. Zwei Schlüssel mehr, okay. Sehr geil. Beziehungsweise doppelte Anzahl an Schlüsseln, aber da wir zwei Schlüssel hatten, haben wir halt zwei dazu bekommen. Ja. Meine Nase ist schon wieder ein bisschen zu. Ich glaube, ich werde nicht mehr gesund, ey. Gesund werden ist von vorgestern, glaube ich. Von 2016. Ah ja, übrigens, die Frisur von Eden ist auch immer unterschiedlich. Und hier machen wir erstmal nichts. Das öffnen wir und das öffnen wir. Ich hätte eine Bombe sparen können, wenn ich die Steinkiste rangeschoben hätte. Walls of Steel, sehr geil. The Missing Page. Ich muss die Trinkets mir unbedingt wieder durchlesen. Okay. Nein. Oh Gott, ey. So, können wir uns vielleicht rausspringen? Nein, können wir nicht. Scheiße. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Wahrscheinlich ist das jetzt komplett der falsche Weg. Wir hätten rechts lang gehen müssen. Aber egal. Okay, nice. Wir bekommen aber auch Bomben ohne Ende, ne? Okay. Ey. Nice. Was ist das? Tonsil. Sick. Sick heißt doch krank, ne? Sick heißt krank. Keine Ahnung, was das Trinket bringen könnte. Wir behalten es einfach mal. Vor allem, weil ich nicht weiß, was das andere, was die Missing Page macht. Übrigens, ich glaube, das war im letzten Part, warum ich da ein random Item gespawnt habe. Oh, scheiße. Lag an unserem einen Trinket. Und zwar hat das die Chance, wenn wir getroffen werden, nach einer Zeit, Items zu droppen. Wir haben den Cube of Meat. Cool. Okay. Kommt doch auf. Oh Gott. Nice. Sehr geil. Noch ein Devil Deal. Okay. Was haben wir hier? Gross Hormones. Achso. Die Spritze. Stimmt. Erstmal. Okay. Das und das. Dann machen wir das so. Wir nehmen erst das mit. Dark Bum. Sehr geil. Und The Pact. Damage und Tears up. Und wir haben die Leviathan-Verwandlung. Nice. Wir können fliegen. Und wir haben Damage abbekommen und Leben dazu bekommen. Oh, schön. Nichts falsch gemacht. Alles war richtig. Alles richtig gemacht. Sehr geil. Wir brauchen aber noch den Itemraum und den Job. Nice. Und wir können den ganzen Loot hier einsammeln. Sehr gut. So viele Schlüssel. Schön. Sehr schön. Und so viel Geld. Oh, noch schöner. Was haben wir hier? Wir nehmen das mit. Obsessed Fan. Zweites Fliegen-Item. Nee, gar nicht. So, hier. Broken Watch. Broken Stopwatch, okay. Ja, die Broken Stopwatch, habe ich, glaube ich, schon mal in einem Part erklärt. Wenn wir einen Raum betreten, kann der Raum entweder verschnellert oder verlangsamt werden. Oder halt, bleibt normal. So, da hinten müssen wir nicht mehr hin. Wir haben alles. Oh, Mensch, zack. Was noch? Die Fliege, stimmt. Den Big Bad Protector hatten wir ja nur durch das Space-Item. Also doch nicht das zweite Fliegen-Item. Schade. Gut, wir sind Depths 1. Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Boss-Rush noch bekommen wollen. Die spreng ich. Rotes Herz in Duckbum. Schon wieder eine Lebensversicherung, Duckbum, ey. Ohne Witz. So viel Duckbum. Magician nehmen wir lieber mit. Als Stars. Obwohl, eigentlich nicht. Wir setzen Magician in diesen... Ach nee.
Ich setze einfach ein, ja. Denn ich will The Stars gerne behalten. Dadurch könnten wir uns... Wir könnten auf der nächsten Ebene den Itemraum einfach ignorieren, zum Boss gehen, Boss Rush machen, dann wieder uns rausporten und in den Itemraum. Deswegen. Hallo Greed, guck mal, jetzt ist die Dings verlangsamt worden. Der Raum. Oh, ich hoffe, im nächsten Shop taucht nicht Ultra Greed auf. Duckbam. Spinne, okay. Oh Gott. Nice. Hey. Was brauchen wir für einen Begleiter? Robo-Baby. Au. Okay, nice. Wir haben ihn. Schön. Speed-Up. Speed-Up nehme ich gern mit. 0,3 Speed-Up. Sehr geil. Wir müssen jetzt aber noch den Itemraum finden, der sich hoffentlich hier befindet. Irgendwie. Ach, das sind die Schwarzen, die wir besiegen müssen noch. Okay. Ja, okay. Hier ist nichts, ein Schlüssel, okay. Wo könnte der Itemraum wohl sein? Oben links. Eigentlich überall, außer da oben in der Mitte. Oh, ich glaube, wir finden den bald. Ich will den Itemraum. Nice. Wir haben den... Den Boss Rush kriegen wir. Vielleicht. Oh ja! Polyphemus! Megatiers! Dafür ist unsere Fire Rate gestiegen, aber so... So schlimm ist die Fire Rate jetzt nicht, aber wir haben halt jetzt auf einmal ein 21er Damage, ne? Oh, schön. Geil. Richtig, richtig geil. Oh. Dieser Run ist super. Oh, ich denke, wir würden ihn noch ohne Brimstone schaffen, dadurch, dass wir halt Polyphemus haben. Das öffnen wir auf jeden Fall. Schade, kein Goathead. Okay, nice. Nein. Okay, jetzt unterschätze ich gerade wieder meine Fire Rate, weil ich gerade die schnellere Fire Rate gewohnt bin. Aber egal. Achso, das war schon. Okay, nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Explosive Diarrhea. Hier, Duckbahn, das Herz hier mit. Genau. Was haben wir hier? Infested. Okay. Oh, Mann. Diese Gegner. Nein. Oh, ha. Nice. Und... Nice. Ja, das wollen wir jetzt nicht haben. Das Trinket, das macht Face-Up. Das heißt, höhere Chance auf Angel-Deals. So war das, glaube ich. Aber wir haben ja gar keine Chance auf Angel-Deals. Also von daher... Das sind zwei Space-Items, die wir beide nicht brauchen. Vielleicht finden wir ja irgendwie eine... weiß ich nicht. Irgendwas. Mir fällt der Name nicht ein. Hier war in dem Raum war einfach nichts drin. Echt jetzt? Wieder ein vierer Würfelraum oder so, genau. Nochmal The Stars einsetzen. Oh, warte, fuck. The Stars. Wir hatten den Itemraum ja schon. Scheiße. Nein. Das war ja mal übel dumm. Okay. So, ich hoffe, hier geht's zum Boss, aber ich schätze schon. Sieht zumindest so aus. Unser Damage ist halt einfach so schön. Ja, der Boss. Aber ich will den Shop noch auschecken. Der Shop ist mir schon noch wichtig. Wir haben ja noch 3 Minuten. Oh nein. Oh nein, der Shop ist irgendwo am Arsch der Welt. Oh nein. Obwohl? Er könnte hier oben sein. Ja, nice. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Schön, zack, rein. Den Kartoffelschäler. Den brauchen wir nicht. Wir gucken mal, was die Karte ist. Chariot nehmen wir lieber mit. Itemräume haben wir eh bald nicht mehr. Nach dieser Ebene. Und dann würde ich sagen, gehen wir Marm umklatschen. Zack! Oh, unser Damage, Alter. Schönes Damage. Aua. Komm schon, Fire Rate. Nice. Okay, Range und Luck ab. Range jetzt nicht unbedingt, aber Luck ist halt schön. Und hiervon nehmen wir nur das mit. Wir haben zwar jetzt noch ein paar Herzchen, aber... Zeugmilk. Nee. Nee, kein Zeugmilk. Wir nehmen Stigmata mit, das gibt uns nochmal Damage und HP ab. Wir haben jetzt 2 Engel. Was ist das denn? Okay. 2 Engel als erste Bosse, Alter.
Heilige Scheiße. Wen haben wir da oben? Ihn hier, okay. Gut, alles gut. Aber wir haben 4-Shot, das ist sehr gut. Den 4-Shot habe ich gerne mitgenommen. Mit Brimstone ist er halt übel relativ leicht zu triggern. Deswegen. Der hier gibt uns ein blaues, kein blaues Herzchen. Ach, wir hätten ihn wahrscheinlich als letztes besiegen müssen. Wo ist er hin? Da ist er hin. Okay. Ja, wir haben Brimstone und machen den Boss Rush. Also eigentlich ist das easy. Wenn wir uns nicht zu dumm anstellen. Okay. Die Spinnen sind halt gerade ein bisschen nervig. Diese beiden hier. Gut, jetzt weg. Schön. Zack. Heb das blaue Herzchen auf. Das rote Herzchen auf, genau. Blaues Herzchen, schön. Oh Gott. Nein. Okay. Dark Bomb, rotes Herzchen. Nimm es dir. Weg. Nein, wir hatten hier... Oh Gott, da ist er. Dein Ernst. Das ist halt das Problem an diesen Gegnern. Gut, dass ich da nicht getroffen wurde. Alter, warte. Das wundert mich gerade ein bisschen. Aber... Okay. Oh Mann. Ich hätte mir ein Item gewünscht, was mir Fire Rate abgibt. Aber Soilmilk tut das zwar. Auch aufs Extremste. Aber dafür sinkt unser Damage auch auf gefühlte 5. 5 Schaden pro. Nein, das ist schon zu viel. Unser Damage sinkt auf 0. Ist einfach so. Vor allem mit Brimstone. So finde ich Soilmilk eigentlich ganz geil. So als Item an sich, wenn man Tränen hat. Weil ich weiß nicht, feier das irgendwie übel. Aber mit Brimstone, nee, lass mal. Lieber nicht. So, was haben wir hier? Brownie und ihn. Aua, scheiße, wieso renne ich denn zweimal dagegen? Ragman und den Geist, den wir instant besiegt hatten gerade. Okay. Okay, den haben wir. Und den haben wir auch. Ach, wir haben hier noch The Haunt. Haunty, hallo. Ein weißes Herzchen. Ein weißes Herzchen will ich eigentlich nicht. Was ist das? Watch your back. Was macht das? Will ich das Herzchen? Ja, ich will es mitnehmen. Blaues Herzchen, sehr geil. Was macht das Item, was ich gerade aufgehoben habe? Watch your back. Okay. Ich würde jetzt grob schätzen, irgendwas, dass wir irgendwie Tränen aus unserem Rücken schießen oder so. Aber... Also so manchmal. Hangman brauchen wir nicht. Chariot ist da ein bisschen wichtiger. Zack. Nice. Zack. Oh Mann. Was ist das da auf dem Boden? Kann man das irgendwie... Nee. Sieht einfach eklig aus. Oh Gott. Nice. Besiegt. Truhe. Unsere Bomben sind ein wenig giftig, glaube ich. Upsi. Ich glaube, das war die... Dings. Der Effekt von dem Trinket. Das ist eine Trollbombe. Die mir egal ist, denn ich will nur diesen blauen Stein hier haben. Wo zwei Bomben drin sind. Trollbombe? Trollkiste. Danke, Curse of the Maze. Sehr nett von dir. Hat uns wieder zum Anfang geschickt. Finde ich sehr schön, finde ich sehr schön. Das öffnen. Haben wir... Wir hatten Hasch schon freigeschalten, ne? Eigentlich könnten wir Hasch versuchen. Nachdem wir hier unter 30 Minuten durchgekommen sind. Viele sagen immer, Hasch mit Brimstone ist scheiße. Aber ich hatte da bisher noch nicht meine Probleme. Deswegen... Ich kann gut auf Abstand bleiben. Wir haben übelstes Damage. Eigentlich alles fresh. Schön, noch ein HP-Upgrade. Mit einem Trinket, was ich keine Ahnung habe, was es macht. Und wir setzen unser Buch gar nicht mehr ein, stimmt. Aber das ist egal, denn ich nehme das andere Buch hier mit. Und Gimpy. Ich nehme beides mit. Zack. Book of Belia kennen wir ja schon. Durch Judas. Also muss ich das, glaube ich, nicht nochmal erklären. Ah,
Lecker. Kaffee. Ich muss gleich mal gucken, ob hier irgendwo ein Stein mit einem Kreuzchen ist. Aber ich glaube, ich sehe keins. Nein, Spinnies geht weg. Euch sehe ich gut genug. Okay. Der Raum war mir neu, den kann ich noch gar nicht. Und, ach, ich wollte gerade sagen, hier ist eine Sackgasse, aber nein, da geht's rechts weiter. Uah. Muss ich gerade kurz aufstoßen, ey. Mann. Ich weiß nicht warum, aber warum muss man vom Kaffee rübsen? Alter, upsi. Ich war gerade noch starr, weil ich gerade den Brimstone ausgewichen bin, indem ich es noch ganz knapp besiegt habe, das Ding da, diese Spinne. War ich ein bisschen... Ja, aber wir haben wenig Leben, ne? Echt wenig Leben. Ob wir das mit Hasch noch machen, werde ich sehen, ob wir, wenn wir noch ein paar Leben dazu bekommen. Die spawnen jedoch auch ganz gerne rote Herzchen, oder? Nein, gar nicht. Okay. Toll. Hier gehen wir rein, bekommen keinen Schaden. Ein rotes Herzchen. Hat sich gelohnt und gehen mit Chariot wieder raus. Sehr geil. Hier, Duckbum. Zack. Wir haben aber auch wenig rote Herzen, die gedroppt werden. Das ist ein bisschen problematisch. Eigentlich. Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. Woher kommen die denn auf einmal alle? Ach ja, das ist, Gimpy macht das ja, ne? Gimpy droppt, glaube ich, manchmal rote Herzen, wenn wir Gegner besiegen. Oder lässt rote Herzen droppen. Irgendwie so war das, soweit ich das weiß. Auch wisst ihr, wie geil das wäre, wenn wir Hasch verlangsamen würden? Durch die Broken Stopwatch. Aber wenn er verschnellert wird, wäre es auch ein bisschen scheiße irgendwie, ne? Irgendwie bin ich gerade am überlegen, ob wir das wirklich machen sollten. Blaues Herzchen, sehr geil. Unser Leben spielt halt mit. Wir haben ja die Lebensversicherung Dark Bam, ne? Zack und zack. Noch mehr rote Herzchen, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir haben noch 6 Minuten. Das dürfte eigentlich ausreichen. Wenn der Boss nicht gleich einfach unten ist. Noch ein blaues Herzchen, schön. Okay, den haben wir. Und den haben wir auch. Noch mehr blau. Oh, rote Herzchen, komm schon. Nimm sie, Duckbum, nimm sie einfach alle. Noch ein rotes Herzchen. Daran könnten wir auch spielen. Rein theoretisch. Aber nö. Ich will mein ganzes Herzchen, meine ganzen Herzchen jetzt nicht verlieren. Okay, und zack. Nice. Hallo, Mams Herz. Okay. Aufladen. Lad dein Brimstone auf, Mann. Oh, Damage. Damage. Wir brauchen Damage. Okay, nice. Wir haben kein Hasch? Hä, können wir... Warum können wir nicht zu Hasch? Okay, wir müssen die Ebene noch weiter abklappern, Leute. Hoffen, dass wir noch ein wenig Goathead finden. Oder eine Karte, die Joker-Karte. Damit wir in den Devil Deal können. Weil sonst ist der Run hier schon zu Ende. Nochmal Tor of Spades, Alter. Jetzt reicht's aber. Hier ist ein Blaustein. Nice. Zack, zack. Okay, wir haben gut Leben. Das heißt, eigentlich könnten wir hier dran spielen. Denn hier besteht die Chance, dass wir irgendwann, also hier werden wir irgendwann nach so und so viel Mal spielen in Dark Room geportet. Was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finden würde. Wenn das schon überhaupt funktioniert. Ich bin mir da gar nicht sicher. Noch ein blaues Herz hier wieder bekommen, okay. Trollbomben. Huhu. Engel. Genau, und hier spawnen die Engel halt. Aua, scheiße. Die uns ein Schlüsselteil geben. Ist das dein Ernst? Geil. Geil! Ja, mit den Schlüsselteilen kann man später zu Mega-Satan. Was es bringt, kann ich euch später dann halt sagen. Können wir jetzt eh noch nicht hin zu Mega-Satan, aber... Naja, außer... Wir werden gleich endlich mal in den Dark Room geportet. Aber ich glaube... Ja?
Ja! You unlocked Glitch Baby. Wirecode Hanger. That's key. Und wir sind im Dark Room, Leute. Mega Satan gibt es aber noch gar nicht. Das ist ja unfair. Ja, im Dark Room, hat man 4 Kisten am Anfang. Small machen, ja, geil. Genauso wie in der Chest. Im Dark Room sind es rote Kisten, in der Chest sind es goldene Kisten. Und ja, jetzt haben wir halt in jedem Raum Bosse. Und in der Chest und im Dark Room ist es so, Kisten enthalten immer Items, außer rote Kisten. Normale Kisten und goldene Kisten enthalten immer Items. Und am Ende der Boss, das heißt The Lamp, ist anstrengend. Mit Brimstone bin ich mir da gar nicht so sicher, wie gut wir ihn da packen werden. Aber an sich ist er ein anstrengender Boss. Aber wir haben Dark Bum, die Lebensversicherung. Und ja, eigentlich können wir auch in den Dark Room erst rein, wenn wir das Negativ freigeschalten haben. Das heißt, 6-mal oder so Satan besiegt haben, etc. Aber durch den Opferungsraum kann man halt schon früher hier rein, weil man reingeportet wird. Full Health, okay. Uiuiuiui. Geh mal woanders hin. Genau, da sollst du hingehen. Genau, hier habt ihr schon gesehen. Zack, aua. Dass wir da nicht keinen Schaden bekommen haben. Uiuiui. Double Cage, Triple Cage. Triple Cage, Alter. Das ist halt übertrieben, ne? Okay, den haben wir. Da ist der letzte Cage. Okay, wir haben's. Huiui. Oh, da ist noch ein Mini-Cage. Und Toxic Aura Tears. Gar nicht mal so schlecht. Range ein bisschen runtergegangen, glaube ich. Aber unser Shot Speed ist ein bisschen hochgegangen. Ich hab's. Nee, runtergegangen. Ach, egal. Keine Ahnung. Habe ich gar nicht mehr so gesehen. Toxic Aura Tears haben, glaube ich, auch den Effekt, dass wir dann Piercing-Shots haben. Das heißt, unsere Schüsse gehen durch die Gegner durch. Brimstone macht das allgemein schon. Weswegen das halt eigentlich eher sinnlos ist. Aber ja, so an sich finde ich dieses Item, wenn man Tränen hat, echt super geil. Und diese Gegner sind halt übel krass, weil sie so viele Spinnen spawnen. Okay. Ja, bei den Monstros muss man aufpassen, wenn die verängstigt sind, also wenn die gefiert sind, dann hüpfen sie einfach mal nicht zu euch, sondern irgendwo random hin, weil sie halt verängstigt sind. Macht Sinn, ne? Da muss man auf den Schatten achten. Nicht, dass man denkt, okay, ich muss jetzt von meinem jetzigen Standort weg sprinten. Weil Monstro da hinkommt? Nein. Das ist nicht unbedingt so. One-Shot Ragman. Oh, schön. Finde ich geil. One-Shot Ragman ist super. Weil Ragman ist ein ätzender Boss. Wieso haben wir den schon besiegt und den hier nicht? Das verstehe ich nicht. Aber okay. Little Brimstone. Schön. Double Brimstone. Aber wir müssen um einiges länger aufladen als er. Aua, scheiße. Spinnen. Karte. The Stars. Wow. Super geil. Das ist. Wenn wir Gegner uns berühren, also normale Gegner, dann werden sie zu scheiße, glaube ich. Und wir kommen zu The Lamp. Dem Boss in dem Dark Room. Oh Gott. Ich kenne sein Angriffsmuster nicht wirklich. Ich war so selten bei The Lamp. Und wenn ich da war, dann habe ich ihn gewone-shottet. Also fast, oder halt nahezu gewone-shottet. Weil ich ungern zu The Lamp gehe, wenn man nicht stark ist. In der Chest wartet Blue Baby auf einen. Der geht halt. Eigentlich, would you like to Victory Lap? Yes? Was? Wie starten nochmal von... Okay, Leute.
Okay, das war's mit dieser Folge. In dem nächsten Part machen wir nochmal einen Eden Run mit unseren jetzigen Items und zum jetzigen Damage ab der ersten Ebene. Alter, hier seht ihr da die, ja, verdammt, links eine Flagge. Unser Ziel ist es jetzt, Mega-Satan zu besiegen, wie es aussieht. Okay, das gucken wir im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute, das erste Mal, dass ihr Lamp besiegt. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.